Ja, Ilse ist eine BMW K1200 RS, kleines Dickschiff, 130 PS, aber jetzt keine Racer PS, sondern wirklich schön zum komfortabel weite Strecken zu fahren. Und sie lässt sich auch, wenn man schnell fährt, also wirklich jenseits der 200, lässt sie sich super stabil und super einfach fahren, also richtig toll. Ja, aufgehübscht habe ich sie mit dem Motobozzo Nebelscheinwerfern. Mit dem sogenannten Motobozzo Switch, hört sich echt wichtig an. Was besagt, ich habe hier keinerlei zusätzliche Schalter dran, sondern hier ist die LED, die ich nachträglich noch eingesetzt habe. Blinkerrückstellung, 1, 2, aus, 1, 2, an. Jo. Ansonsten gewöhnungsbedürftig, wo ich das Motorrad bekommen habe, waren die Blinker an sich. Blinker, Blinker, Blinker aus. Da muss man sich dann erstmal dran gewöhnen, wenn man vom anfänglichen normalen Motorrad mit normaler Blinkerverstellung kommt. Aber das geht auch. Ja, ansonsten hat sie alles, teilintegrales ABS, verstellbares Windschild, Griffheizung. Sitzbank kann man in zwei Höhen verstellen, was wahnsinnig fummelig ist. Ich bin jetzt in der oberen Höhe. Die untere Höhe habe ich mir mit zwei Holzteilen gesperrt, weil es ist, ja, es macht keinen Spaß. Also wer eine hat, Sitzbank am besten drauf lassen. So, und sie hat noch von mir ein schönes Warning spendiert gekriegt. Mit dem Eigenbauhalter. Da ist mir nur das Malheur passiert, dass ich nicht so viel Spannung hatte, das heißt hier mit dem Plastikteil ersetzen. Ja, ansonsten Bombenmotorrad. Für alle, die für bezahlbares Geld eine große BMW-Wolle mit der Matura fahren kann. Und denen die GS schlicht und einfach zu teuer oder mit zu viel Kilometer behaftet ist. Dann war's das von mir mal. Ich wünsche euch noch eine schöne Winterpause. Und hoffen wir mal, dass wir nächstes Jahr noch fahren dürfen. Wer weiß, was sich die Helden noch alles einfallen lassen.